Meine lieben Roadtruckers da draußen, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit Alaskan Roadtruckers und wir haben in der letzten Folge eine dicke, fette Ladung Kohle haben wir gefahren. Und wir machen jetzt gleich weiter hier. Wir fragen gleich den Manager, was er hat, aber vorher gehen wir schlafen. Ein bisschen Erholung, ein bisschen ausruhen. Und unser Truck steht noch hier hinten, den habe ich da ja letztes Mal abgestellt. Dann fahren wir eben einmal ganz kurz vorne vor, damit wir nicht wieder hin und her laufen müssen. Und dann geht das weiter. So, Motor an. Und cruisen los. So. Einmal eine Bremsung. Handbremse, Motor aus. Zack. Jetzt bin ich ausgestiegen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nach hinten. Aber gut. So, wir machen mal eben das Licht aus. So. Und dann einmal hinten rein. Jawohl. Und dann ruhen wir uns aus. 8 Stunden. Ja, das passt. Zack. Einmal eine Runde abratzen. So, jetzt ist es minus 15 Grad. Eieieiei. Mal eben gucken. Die holen wir gleich. Da, Wintermantel. Den wollen wir haben. Den werden wir jetzt mal anziehen. So. Bei der Kälte, ne? Muss ja nicht sein. Und dann holen wir uns hier die Sticks raus. Wenn es denn geht. Na? Ach, Inventar ist voll. Okay. Wieso ist das denn voll? Ah, ja. Der Kratzer, ne? Ja gut, so viel Hunger haben wir ja auch gerade gar nicht. Passt schon. Dann geh mal raus. So. Gut. Ja, wir sind jetzt auch im Winter. Geil. Was hat er denn? Er hat ein Containermodul. Da brauchen wir die D-Lizenz, die wir nicht haben. Bagger? Nein. Flachbettanhänger, Kippanhänger, Müll, Bagger. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir hier den Müll oder den Bagger zum Steinbruch, aber das ist hart. Wie weit ist das weg? Oh, nee, Bagger muss nicht sein. Auch nicht im Winter. Das Containermodul hätte ich gerne mal ausprobiert, aber leider können wir das noch nicht. Dann nehmen wir, pass auf, nehmen wir Müll. Nehmen wir an. Der steht da hinten. Ist okay. Jumpen wir rein. Motor an. Licht an. Zack. Handbremse lösen. Einmal eben umdrehen. Oh. Warte mal kurz. Hab ich die... Ich hab doch Ketten, ne? Ich glaube, die werden wir mal rauf machen. Reifenketten. So. Ne, Kettensäge nicht. Ich wollte eigentlich das darüber haben. Und ja, Reifenketten haben wir. Ketten. Jo. Machen wir rauf. Sicher ist sicher, ne? Mal sehen, wie das dann gleich funktioniert mit dem Grip. So. Ja, besser. Viel besser. Rutscht nicht mehr so schnell. Der alte Lump. So. Okay, den haben die da aber beschissen hingestellt.
Ups. Ja, da muss ich mich jetzt wieder dran gewöhnen, dass man immer noch so ein bisschen nachrutscht jetzt. So. Einmal rückwärts ran. Ja, das war schon zu viel. So. Nochmal korrigieren. Den Winkel. Und zack, passt. Sehr schön. Dann gehen wir wieder raus. Und klemmen das Gerät hier ran. Einmal hochkurbeln. Zack. Und die Kabellage muss natürlich auch noch ran. Das kennen wir ja alles. Ist nichts Neues. So. Den roten auch noch. Zack. Jawohl. Alle Kabel dran. Können wir wieder einsteigen. Motor an. Handbremse lösen. So, und vielleicht mal den Scheibenwischer noch zusätzlich, oder? Ja. Super. Dann fahren wir los. Und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen ohne Zwischenfälle. So, hier einmal runter. Oh, zu weit gefahren. Muss man mal eben ein Stück zurücksetzen. So. Jawohl. Dann hier rechts. Auf die Straße rauf. Jawohl. Super. Dann cruisen wir mal los. So, was sagt denn unser Display? 1 Uhr nachts aktuell. Minus 17,5 Grad. Und es ist eisig. Wir haben 6 Stunden 36 noch Zeit. Und wir fahren Müll nach Terramüll und Recycling. Okay, da wollen wir mal gucken, wie das heute so läuft. Ich bin sehr gespannt. Warte mal, kann ich hier nicht einfach drehen? Mal gucken. Spare ich mir doch den Weg, oder? Ja, guck mal. 246 Meilen nur noch. Eben waren es nur über 300. Hat keiner gesehen. Sparen wir aber Sprit, ne? Das ist doch auch mal was. Bremsen und durch die Baustelle durch. Schön vorsichtig. Jo. Und dann passt das. So, was steht da auf dem Schild? Delta Junction. Okay. Wunderbar. So, krass, ne? Man sieht hier die Fahrbahnmarkierung gar nicht. Alles total dicht geschneit.
Aber so ist das nun mal, ne? In solchen Gegenden. Oh! Was für ein verrückter Typ. Habt ihr das gesehen? Da habe ich gerade echt Angst gehabt, dass der auf meine Spur will. Aber das ging nochmal gut. Haben wir Glück gehabt. Okay. Aber bis jetzt geht die Strecke noch. War schon mal schlimmer. So, ich bleib hinter dem. Da hinten ist schon wieder Gegenverkehr. Das. Oh, was macht ihr denn? Alter. Ja. Gut. KI-Verkehr, ne? Ich glaube, ich überhole den doch gleich. Oder? Ich traue mich irgendwie nicht. Bisschen Angst. Aber die Strecke ist gerade günstig. So. Und weiter geht die Fahrt. Glück gehabt. So, ein Ortsschild. Rechts geht's also nach Kentwell. Alles klar. Da wollen wir aber nicht hin. Wir folgen dem Straßenverlauf. Jo, und der Kollege da vorne, der fährt auch schon langsam. Kriegt wahrscheinlich jetzt so langsam auch schon Probleme. So. Delta Junction, immer geradeaus. Alles klar, dann machen wir das so. Guck mal, unsere Scheibe ist schon wieder vereist. Müssen wir uns bald den Kratzer rausholen. Aber noch geht's. So, schön langsam. Hier könnten wir rein theoretisch tanken, aber ich glaube, unser Vorrat reicht noch. Muss ich hier rum? Ja, ich muss hier rum. Gut, dass ich das gesehen habe. Jetzt werden wir da direkt dran vorbeigepäst.
Sehr gut, sehr gut. 140 Meilen haben wir noch. Ist nicht mehr weit. Und dann können wir... Oha. Den Auftrag auch schon wieder abgeben. So, ich glaube, da kommt gleich wieder eine Brücke, ne? Oder? Nee. Doch nicht. Tok. Ah ja, wir fahren Richtung Tok. Gar kein Problem, machen wir gerne. So, und den überhole ich jetzt. So. Oh, guck mal, es wird wärmer. Minus 16,4 nur noch. Das ist angenehm. Speedlimit 25, ja. Hm. Ich verstehe. Gut. Ich hoffe, ihr habt ein Heißgetränk dabei. Wir sind noch ein paar Minütchen unterwegs hier im eisigen Alaska. Ich werde mir jetzt auch mal eben einen Schluck Kaffee gönnen. Denn ohne geht das nicht, ne? Das wisst ihr ja. So. Unser Navi sagt 49 Meilen auf dieser Straße geradeaus. Und insgesamt 95 noch zu fahren. Da können wir jetzt ganz entspannt den Rest runterrödeln hier. Zeitlich schaffen wir das auch. 4 Stunden 36 haben wir noch Zeit. Das ist easy. Es sei denn, wir kriegen eine Lawine, dann wahrscheinlich nicht. Mal gucken. So. Guck mal, jetzt habe ich die Seitenspiegel angemacht. Aber die brauchen wir nicht. Jo, und die nächste Brücke. Das ist schön. So. Oh, und wir haben Hunger. Wird gleich Zeit, dass wir was essen. Machen wir dann gleich bei Terra Müll und Recycling auf dem Hof. Hauen wir uns was im Magen. Tenor Cross, okay. Interessant.
So. Jetzt ist es gerade günstig. Sorry, Kollege. Ich habe Hunger. Und wieder ein Brückchen. So, was steht da drauf? Top, ne? Jo. Alles klar. Ja, guck mal, wie belebt das hier ist, ne? Hier ist richtig was los. Um 3.50 Uhr in der Nacht. Welcome to Tok. Okay. So, der biegt ab, das ist gut. Und wir müssen auch gleich abbiegen. So, und ich bin gerade auf der Suche nach einer Tanke, aber ich sehe aktuell keine. Oder ich bin wieder blind, kann auch sein. Keine Tanke bisher. Die ist wahrscheinlich auf der anderen Seite, ne? Aber ist auch nicht schlimm, wir schaffen das trotzdem. Wir haben genug. So, wie sieht die Scheibe aus? Oha. Ja, da müssen wir auf jeden Fall kratzen. Eieieiei. So, wieder bergauf. Da brauchen wir Gas. Müssen wir ein bisschen das Pedal durchtreten. Jo. Bremsen. Ach, hier sind wir. Okay, hier waren wir ja auch schon. Alles klar. So, wo hättet ihr das denn gerne hin? Lasst uns mal eben gucken. Diesmal hier, oder wie? Oder gibt es hinten auch noch was? Mal gucken. Ob ich... Schön vorsichtig. Zack, steht. Geil. Ja, nicht perfekt, aber geht. Das kann man so machen. Machen wir noch ein schönes Picture. Würde ich sagen, oder? Ja, einmal so. Zack. Dann... Gehen wir ran. Q
kurbeln das Ding hier runter. Zack. Dann einmal hier. Ach nee, das geht noch nicht. Wir müssen erst die Kabel machen. Zack. Rinder mit. Und einmal den roten auch noch. Hindernis auf der Straße. Wollen wir wetten? Mal eben auf der Karte gucken. Straßensperre. Ja, hier, Lawine. Glück gehabt. So. Ich mach mal eben den Motor aus. Muss ja nicht laufen, ne? Handbremse. Scheinwischer aus. Leuchten. Wollte ich eigentlich auch ausmachen. Obwohl, ist egal, wir kommen ja gleich wieder. So, dann gehen wir rüber. Sagen ihm Bescheid, dass wir neuen Müll gebracht haben. Und dann bin ich mal gespannt, was wir denn bekommen. Schönen guten Tag. So, Ankunftszeit nach 4 Stunden. Okay, das ist gut. Frachthaltbarkeit 100%. Parkpräzision 5. Sterne 4,5. Warum nur 4,5? Verstehe ich nicht. Erfahrung 221. Zahlung 3107 plus Parkbonus plus den Season Premium sind wir bei 4900. Ja, mega. Gut gelaufen. Dankeschön. Super. Dann würde ich sagen, machen wir hier wieder ein kleines Päuschen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, ob wir da noch einen schönen Auftrag machen. Meine lieben Freunde, ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim selber zocken und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann bald wieder mit einer neuen Folge. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer, tschö mit Ö.